Passage der Seelen. Verrückt! Wir sind in der Zwischenwelt. Ich bin schneller als ihr. Lalalala. Ach. Nein! Voll hängen geblieben. Achtung, die Gegner sind jetzt hier ein bisschen krasser. Das ist eine Musik. Ja. Dunkler Hain. Und jetzt verstehst du auch, warum wir in Griechenland sind. Hades gehört halt nicht zu Asien. Ah, Sonnenstein. Hey! Ha, ha, ha! Arcane Formel. Ach, noch ein Sonnenstein. Wer hast denn gedroppt? Alter! Boah, Gott! Will ich schon wieder alle fokussen? Läuft. Warte mal. Die habe ich wieder gedroppt, Niklas, deswegen. Ja. Oh, den haben wir, glaube ich, sogar schon komplett fertig. Den könnte dann Vamp ganz gut gebrauchen, weil der auch noch 10% Schaden bringt und dann 10% Feuerschaden erhöht. Also. Ach, scheiß dann. Eigentlich echt praktisch für ihn. Aber dafür muss ich dann erstmal zum nächsten Typ mal mit einem Dings gehen. Truhe. Haben wir auch schon bald die erste Stadt erreicht, oder zumindest das erste Portal, was jetzt hier im Hades ist. Aber ich muss sagen, wirklich hier sind die Portale weit voneinander entfernt, sobald wir jetzt hier im Hades drin sind. So. Gegner loswerden. Ach, da waren noch welche. So, mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob hier noch ein... Doch, hier war ein Händler mit dabei. Lass mal die loswerden. Der Fluss... Der Fluss Styx. Pusa, wie nun man denn... Loswerden. Besch damit. Schattenstab des Lebens. Hui. So, hier gibt es einige Leute zum Reden. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Der Fährmann hat sein Boot verlassen und es gibt keinen anderen Weg über den Fluss. Ein Schatten, Hipparchus war es, versuchte eine Mannschaft zusammenzustellen und das Boot zu bemannen, aber... Sie holten ihn. Ich glaube, dass ihnen das Boot egal war, nur die Mannschaft nicht. War ihnen wohl im Weg. Seitdem hat niemand mehr unsere Führung übernehmen wollen. Ich fürchte, dass unsere letzte Hoffnung mit Hipparchus verschwunden ist. Kannst du das Boot rudern? Charon ist weggegangen. Weißt du, wo er ist? Kannst du ihn zurückbringen? Wir wollen übersetzen, aber das Boot will sich ohne seinen Herrn nicht bewegen. Hilf uns! Und stell bitte noch mehr Fragen. So, wartet der Typ jetzt noch. Ich habe sie gesehen. Eine Bestie aus dem Morast des Styx, die im Wasser des Flusses lauert. Sie verschluckt ahnungslose Schatten. Jetzt, wo sich so viele Schatten an den Ufern versammeln, wird sie mutig und kommt an Land. Im Leben war ich ein Jäger, der die Bestie mit Pfeilen gespickt hätte. Aber als Schatten? Ich habe keine Waffen. Ich kann nichts tun. Ja, diese ganzen kleinen Menschen, die wir hier haben, sind alles Schatten. Ja, alles Seelen. Ja, wobei die jetzt hier im Spiel die Form halt Schatten nennen. Boah. Wem, komm mal her. So. Hier, dieser Körperpanzer könnte ganz gut sein.
Eine Kampfmarkierung war das. Jo. Ja, von der Rüstung her ist der halt relativ krass. Ja, deswegen. Ey, lauf doch, du Pisser, meine Güte. Was ist das Problem? Mein Typ ist nicht mehr gelaufen. Ja, aber du gestunt warst. Ja, und dann war er, dann ist er aufgewacht und dann steht er einfach rum. Was muss ich jetzt immer machen? Und war die Spektralmaterien nochmal bei Wem, ne? Hm. Jo. Ja, warte, stopp mal eben. Wir sind jetzt hier. Warte, hier oben. Schon drei. Sechs mal, sonst hier. Ah, der Schrein des Goldspikes geht, glaube ich, weiter. Warte mal, wir müssen ja nochmal runter. Gehen wir nochmal zu uns hin. Kommt ja auch gleich hier der nächste Boss, glaube ich. Ja, der Boss ist aber ein bisschen... Wir lassen uns überraschen. Hier ist irgendwas... Essenz... Was weiß ich denn? Ach, Codex von Hammurabi. Oh, ich bin tot. Ja gut. Echt? Ja, ich war gestunt. Ja. In Zaubern. Konnte ich nichts mehr machen. Ja, wie gesagt, die... werden für uns alle, wenn die den Tod bedeuten, sobald wir gestunt sind und wie auf episch oder legendär sind, das ist dann scheißegal. Ich hab Portal aufgemacht. Okay. Ich guck mal gerade, was mit mir liegt. Was hast du eigentlich nochmal für ein Artefakt gerade, Vamp? Ja, was. Achso, mein Artefakt Blattlied. Was brachte das nochmal? 20% Giftwiderstand, 30 Energie, 35 Angriffsqualität, 6% Energiekosten und 5 Stärke. Total scheiße war das. Stimmt. Ich könnte dir mein altes auch geben, das hatte Verbrennungsschaden. Also, wenn du daran Interesse hättest. Oh shit! Und Feuerschaden prozentual. Ich meine, dann würde sich mein Schaden zwar wieder ein bisschen erniedrigen, aber mit dem wenigsten Schaden habe ich mich ja sowieso schon angefreundet eigentlich. Okay. Gucken wir mal. Eigentlich würde ich mir wünschen, dass jetzt langsam mal endlich so eine Scheiß-Truhe kommt, aber momentan ist leider kein dummer Gegner da, der irgendwie, kein NPC da, der so eine dumme Truhe hat, ey. So zum Ablagern oder was? Ja, dann könnte ich erstens wieder die ganze Scheiß ablagern, die ich habe, und andererseits habe ich dann noch, Dings. Könnte ich mir, glaube ich, wieder ein Artefakt zusammenstellen, was den Schaden halt definitiv verbessern würde für einen von uns. Das Wasser ist einfach grün. Ja. Ist auch Sticks. Ist ja kein normales Wasser. Hm. Ja, ich müsste in dem Wasser voll viele Seen rumschwimmen. Hm. Wobei die Seelen, die jetzt da am Strand waren, ja, darauf gewartet haben, dass einer mit das Boot steuert für sie. Achtung, pass auf die vom Ziegenhelden auf. Wow, die hat mich da in ihren Scheiß Eis. Oh shit! So, die ist down. Alter, das war ja zwei starke Helden sogar. Krass. So, warte mal mit dem reden. Du hast mich befreit, aber kann ich gehen, während andere noch leiden? Nein. Ich werde den Styx nicht überqueren, bis der Weg für alle Schatten frei ist. Ich würde die Fähre selbst steuern, aber ich kann Charons Boot nicht ohne sein Ruder bewegen. Und ich fürchte, dass der Fährmann es weggeworfen hat, als er seinen Posten verließ. Wenn du das Ruder finden könntest, würde ich es nehmen und selbst zum Fährmann werden. In der Zwischenzeit werde ich zum Boot zurückkehren. Ja, dann verschwind zum Boot. Ein Anführer. Ja, jo.
Großwettkämpfe. Jetzt bringt es mir hier unten rechts weiter, naja. Oben gibt es ja nichts mehr. Oh shit, oh shit. Schon wieder so gut gestorben oder was? Ja, weil der die gleichen Attacken hat wie ich. Die Ansturm-Attacke hat der. Hm. Da gibt es ja mehrere. Nee, eigentlich nicht. Doch, die Minotauren, da kann auch ein gewisser Gegner von denen kann auch. Achso, das meinst du, so meinst du das, ja. Tartaros. Okay. Tartaros Scheiße habe ich jetzt durch. Was bringt der? Warte mal. Toll, wollte ich mir gerade gönnen. Warte. Hier, ich hab ja noch eine Essenz für dich. Okay. Hier. Noch 8 Stärke und Leben, okay. Davon hab ich auch schon was, sauber. Ich glaube, so weit drunter sollten wir noch nicht. Ich würde erstmal nochmal oben entlang da mal einstellen, die ich noch gerne haben will. Kommt da nochmal? Huch. Ja, ich gucke einfach auf die Karte schon, achte ich nicht mehr darauf, ob ich hier gegen irgendwas anderes renne. So, hier müssen wir nochmal entlang. Weil hier waren wir noch nicht und hier geht's, glaube ich, auch noch nicht weiter. Könnte sein, dass es... Ja, warte, 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 hier. Ach, hier, okay. Ja, warte. Oh. Die Kackviecher. Muss ich kiten, ey. So. Und fertige Brücke. Ach, okay, hierauf kommt der Boss. Also können wir doch unten entlang, okay. Warte, dann lass aber noch gucken, ob wir hier links da oben haben. Ob wir hier links oben noch was haben. Ah, doch, da. Pling, pling, pling. So. Einfache Truhe. Ach so. Aber jetzt hört man das. Aber jetzt hört man das inzwischen schon ganz gut, dass ich die ganzen Fragmente schieße, ne? Ja. Mhm. Hier ist Wasser, also können wir jetzt da hinten hin. Ja, erstmal nach unten und danach würde ich sagen auf die Brücke, weil auf der Brücke geht's halt weiter, da kommt dann der nächste Boss. Den man auch schon kennt, wenn man sich die Steam-Hintergrundbilder von dem Spiel ansieht. Nicht spoilern. Was denn? Hab nicht gesagt, was es ist oder sonstiges, sondern nur, dass man den halt eben schon sieht. Okay. Was ist auch schon hier? Sonst ist hier nichts. Doch noch eine große Kiste. Mit Gold.